Hallo Freunde, jetzt kommt ihr weiter wieder auf meinen Kanal KastGD1 und heute spiele ich mit einem, der nennt sich Platon Beste und sein Account wurde heute gescampt. Ja. Ich dachte mir, ich mache daraus jetzt mal ein Video, der hat mich über Insta hat das mir geschrieben und ja. Willst du sagen, wie das passiert ist? Ja, es hat so passiert. Also im Profil und so, da waren halt so Videos mit Wanda und so. Da habe ich halt so angeschrieben, ja, Bruder, so, kann ich das von der Kunde bekommen? Und die aus Was verstand ich gerade nicht. Also, er hat geschrieben, ich muss mit Facebook bezahlen oder so. Ja, da hab ich halt gemacht, also ja, okay, aber ich will nicht bezahlen, ich will nur traden. Okay. Hab ich mein, hab ich halt meinen Domizel-Account angeboten. Hat er gesagt, ja, okay, das traden. Und dann haben wir meine Kollegen gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, können Sie. Was hat er dann gesagt? Naja, der hat halt gesagt, die Daten sind dann falsch und so. Er hat einfach noch geschoben, so warten und wie ist da. Okay. Man hört dich nicht. Na. Er hat. Tu mal ein Headset näher an den Mund, bitte, weil man versteht dich wirklich gar nicht. Also, er hat geschrieben, die gehen nicht, ich sollte jemand anderen probieren. Und er hat einfach geschrieben, bei und nach hat er mich einfach gescampt, also nämlich die Daten geändert. Okay, was war da alles oben? Hört dich wieder nicht. Ocean Pony drauf, Russenhocker. Okay. Parkinson und noch die PS4 Skin das. Okay. Ja, das ist ja schon scheiße. Aber willst du was sagen, wie der heißt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde irgendwas mit oder so. Warte, du hast das mir auch über Insta geschrieben, gell? Ja. Ich hab's auch geschickt. Dann schau ich gleich mal nach. Weil Freunde, dieser Person dürft ihr nicht vertrauen. Ich hoffe auch, er sieht das Video und sieht, wie scheiße das war. Und gibt's ihm zurück. Weil so ist es echt scheiße so, ne? Ich schau jetzt mal schnell nach, wie der heißt in Instagram. Ihr dürft ihn auf keinen Fall. Das ist so ein Shop. Und zwar, der heißt Roast.ThinkGaming. Und wie gesagt, der scammt halt einfach Accounts und die verkauft er dann weiter. Und tut dann einen so auf unschuldig und so. Wenn man ihn anschreibt, kommt das dann so eine komische Nachricht und so. Und ja. Also vertraut ihn auf gar keinen Fall, auch wenn er behauptet, nee, er macht sowas nicht mehr und so. Vertraut so einer Person einfach gar nicht. Vertraut niemanden eure Accountdaten an, wo ihr euch nicht sicher seid. Wollte ich euch nur damit sagen. Und das war jetzt ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mit ihm werden jetzt auch ab und zu Videos kommen. Es werden mit ihm mehr Videos kommen. Auf den Kanal. Und ja, willst du sonst noch irgendwas sagen? Keine Ahnung, dein Insta-Namen oder ja, was auch immer. Ja, ich heiße auf Insta, könnt mich ruhig abonnieren. Genau, ich verlinke ihn auch unten in der Videobeschreibung. Checkt ihn gerne mal ab. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Ciao.